Die deutsche Rentenversicherung Bayern Süd verzögert die Entscheidung über eine Erwerbsminderungsrente. Unserem Mandanten droht Hartz IV. Mein Name ist Peter Knöppel, ich bin Rechtsanwalt und Rentenberater von rentenbescheid24.de. Wir hatten kürzlich in einem Video darüber berichtet, dass die deutsche Rentenversicherung Bayern Süd trotz Rentenantrag 30.09.2019 bis aktuell zum 9.10.2019 nichts getan hat. Unser Mandant hat am 30.09.2019 einen Antrag auf Erwerbsminderungsrente gestellt und außer den normalen Schriftverkehr, also sprich Rentenantrag von unserer Seite, ist da bisher nichts passiert. Und da nichts passiert ist, haben wir mehrfach Sachstandsanfragen rausgeschickt, keine Antwort bekommen und mir ist dann letzten Endes ein bisschen der Kragen geplatzt und ich habe dann eine Dienstaufsichtsbeschwerde gemacht und siehe da, es tut sich was. Aber was sich da tut, das ist sensationell, eigentlich schon wieder eine Frechheit. Ich lese es Ihnen mal vor. Sehr geehrter Herr Knöppel, jetzt komme ich auf den Kern. Leider kann eine Entscheidung über Ihren Antrag auf Rente wegen Erwerbsminderung allein auf der Grundlage der vorliegenden medizinischen Unterlagen nicht getroffen werden. Für eine umfassende Klärung Ihrer Leistungsfähigkeit auf dem Arbeitsmarkt ist daher eine Untersuchung durch einen Neurologen vorgesehen. Haben wir immer gesagt. Erst im Anschluss daran kann über Ihre Rente auf Erwerbsminderung entschieden werden. Wir bitten um Verständnis dafür, dass wir einen Termin für die Untersuchung voraussichtlich erst in einigen Monaten zur Verfügung stellen können. Und genau das ist genau der Punkt, wo man sagt, das kann doch wohl hier nicht wahr sein. Lieber Mitarbeiter oder liebe Mitarbeiterin der Deutschen Rentenversicherung Bayern Süd. Unser Mandant wartet schon seit einem Jahr auf eine Entscheidung von Ihnen, auf eine Mitteilung, dass hier irgendwas passiert. Und dann teilen unsere Mandanten mit, dass sie jetzt nochmal Monate brauchen, damit es hier zu einer Begutachtung kommt, weil sie keinen Neurologen haben. Wir haben heute den 9.10.2020. Wenn Sie also uns ankündigen, dass wir nochmal Monate brauchen, gehen wir mal davon aus, 3 Monate, dann sind wir schon im Januar 2021. Dann läuft das gesamte Antragsverfahren schon über 1 Jahr und 3 Monate. Dann müssen Sie ja, wenn das Gutachten dann da ist, wir wissen ja nicht, wie lange der braucht, der Gutachter, um das Gutachten zu erstellen. Gehen wir mal günstigsten Fall davon aus, nochmal 3 Monate. Dann sind wir schon im April 2021 und genau zu diesem Zeitpunkt muss mein Mandant Hartz IV beantragen. Nur weil Sie nicht in die Gänge kommen. Und Sie hatten genügend Zeit im Jahr 2019, Ende 2019, Anfang 2019, das alles vorzubereiten. Die Dienstaufsichtsbeschwerde, die wir eingelegt haben, hat ein bisschen Wirkung gezeigt, aber nicht das, was wir eigentlich haben wollten. Und wir haben unseren Mandanten Folgendes empfohlen, dass er bitte zu seinem Neurologen, zu seinem Psychiater geht und ihn bittet, dass er ihm einen Gutachter benennt, der auch für die deutsche Rentenversicherung Gutachten macht. Die Kollegen untereinander kennen sich ja, wenn ein solcher da sein sollte, dass der benannt wird und dann kann ich den sozusagen gegenüber der deutschen Rentenversicherung auch benennen als Gutachter, muss man sich mal vorstellen. Jetzt machen wir auch noch die Tätigkeit für die deutsche Rentenversicherung. Wir haben bis heute die angeforderte Akte nicht bekommen. Das heißt also, ich weiß bis heute noch nicht, was hat denn eigentlich die deutsche Rentenversicherung wirklich gemacht? Hat sie Befundberichte angefordert von den entsprechenden Ärzten? Das Kernproblem ist, dass wir unserem Mandanten davon abraten müssen, eine einstweilige Verfügung hier einzureichen beim Sozialgericht. Das bringt nichts, weil die einstweilige Verfügung nicht zu dem Ergebnis kommen würde, dass die deutsche Rentenversicherung gezwungen werden kann, die Rentenzahlung zu leisten. Die einstweilige Verfügung würde nur dann durchgehen, wenn unser Mandant aufgrund der Nichtentscheidung durch die deutsche Rentenversicherung in eine existenzielle Notlage gerät. Finanzielle Notlage gerät. Und genau dafür ist ja das Hartz IV da. Es ist ein völliges Paradoxum. Das Hartz IV federt sozusagen genau diese Notlage ab. Wir können also nur raten, jede Woche anrufen, jede Woche ein Schreiben rausschicken und Druck ausüben auf die deutsche Rentenversicherung, bis die in die Gänge kommt und hier unserem Mandanten hilft. Wir brauchen einfach nur eine Entscheidung. Ob wir die Rente bekommen oder nicht, ist eine ganz andere Frage. Wir brauchen einfach nur eine Entscheidung, ob hier die Rentenzahlung geleistet wird oder abgelehnt wird. Habe ich in meiner Praxis noch nicht erlebt. Ich finde, es ist ein Skandal, was sich die deutsche Rentenversicherung Bayern Süd hier leistet.
Die Versicherten haben einen Anspruch auf zeitnahe und schnelle Bearbeitung der Rentenanträge. Das ist ja kein Almosen, liebe Bayern, liebe Deutsche Rentenversicherung Bayern Süd, was unser Mandant von Ihnen hier fordert. Das ist eine Versichertenleistung, für die der Mandant über Jahre eingezahlt hat. Ich fordere Sie hiermit auf, letztmalig, arbeiten Sie endlich für unseren Mandanten, damit er seine Rente bekommt oder dass wir wenigstens eine Entscheidung bekommen. Näheres zum Thema Erwerbsminderungsrente finden Sie auf www.rentenbescheid24.de. Ich wünsche Ihnen eine rentenstarke Woche, Ihr Rechtsanwalt und Rentenberater Peter Knöppel.